Willkommen zur Star Wars Show, Clip Show. Die richtige fängt an, am 26.05. wird gedreht. Wir waren dann schon in Han Solo. Wir haben den halt dann schon gesehen. Denn heute am 23.05. um Punkt 20 Uhr Weltpremiere hier in 3D. Und da habe ich ja gesagt, mache ich mit. Also Punkt 20 Uhr in 3D im Rhein-Ruhr-Zentrum Cinemax werde ich mir den Film anschauen. So, dieser Videoclip hat einen Grund. Der Grund ist Spoiler-Alarm. Ich persönlich mag Informationen. Seit 1977 bis 2002 war man froh, wenn jemand Informationen einem zugänglich gemacht hat oder man zugänglich machen konnte. Es sind etliche vorbeigekommen und wollten wissen, immer, was gibt es Neues, hast du was erfahren. So, heute im Netz, leider, schreit jeder Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, es macht krank. Also, Netz ist nicht so geplant wie 1979 im BTX. Und nach 1995, nach der CeBIT, war das Netz auch anders geplant worden. Aber irgendwie ist alles aus dem Ruder gelaufen mit Facebook, YouTube, vor allen Dingen Google und Sony Enterprises. Ist halt so. So, Star Wars ist ein Produkt, ein amerikanisches Produkt, das halt nur Geld verdienen möchte, egal wie. Und darum gibt es auch heute schon die Premiere um 19 Uhr in 2D, 20 Uhr in 3D. Kino ist zwar nicht voll ausverkauft, aber es ist noch Platz dort und ich nehme da auch Platz, egal wie, und schaue mir das an. Kenne nichts. So, ich gehöre zu der Gruppe hier, Star Wars Lovers. Ich liebe auch Informationen von morgens bis abends. Ich gehöre nicht zu der Fakultät des Hassens. Ist nicht mein Pläsier, ist auch nicht meine Baustelle. Ich habe immer noch hier den Fanservice und dieser Fanservice wird ausgebaut. Habe gerade mit meinen gesprochen, die bei der Sendung mitmachen werden. Einmal für Japan, einmal für Italien, eine für Deutschland. Und wir werden die Sendung halt so gestalten, dass sie Spaß macht für 30, 40 plus und 55 plus. Jugendliche zwischen 14 und 24 können auch gucken, ist kein Thema. Aber wird wohl nicht so informativ sein für diese Genre-Gruppe, die mal alles besser weiß, die auch sofort schreit, Spoiler, Spoiler, blablabla. Das Netz ist leider böse ausgedrückt, idiotisch geworden. Leider, ich brauche es nur beruflich. Ich habe mir da gerade das State mit den Amerikanern hochgefahren. Jetzt haltet euch fest, die 4-Episode hat 93 Tomatenpunkte bekommen. Ja? Also mit Tomaten, 93% werfen die da sozusagen mit Tomaten. Die sehen ihre Sache. So, Empire 5, Strikes Back, hat sogar 95% bekommen. Keine Ahnung, wieso. Episode 5, Return of the Jedi, 80%. Episode The Phantom Menace, also Episode 1, hat 45%. Nur bekommen. Episode 2 Attack of the Clones 66% negativ. Episode 3 Revenge of the Sith 79% bekommen negativ. Episode 7 The Force Awaken hat sogar 93% bekommen. Oh wow wow. Ja. A Star Wars Story Rogue One sogar 85% negative und The Last Jedi Episode 8 Grüße sogar 91%. Ich komme.